Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such nicht nach mir. Ich muss das alleine schaffen. Ich muss Schutz suchen. Was? Zeit für eine neue Folge? Rise of the Tomb Raider. Wir wissen jetzt einmal, wie sie dort her ist gekommen. Sibirien. Wir suchen das Artefakt. Ich muss mich bewegen. Ein Prophet, der ewig das Leben soll versprechen. So ein bisschen wie Heilig Gral. Komm schon, du schaffst das. Mach schon. Trinity Sekte sucht davon. Altes Camp. So wird das Spiel machen. Okay. Okay. Jetzt Feuer machen. Fällt mir dann etwas für Feuer zu machen, oder was? Raus, ne? Halt sammeln, weißt du nicht? Ja. Okay, das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Ich muss mehr sammeln. Zum Brennen. Hoffe ich. Fleisch hier, oder? Noch frisch. Kein Fleisch, aber vielleicht irgendwas Nützliches. Ja. Zurück zum Camp. Keine Waffe gegen 12. Los, verdammt! Frieden nicht. Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren, er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg, ganz allein. Ja, Kleidung kann ich ja.
denke mal, das ist besser. Nein. Okay. Danke, das ist besser da. Outfit. So, mal Material. Da kann ich auch Munition machen. Federn und Holz. Gut. Okay. Fähigkeiten können wir hier. Falls es zum Kampf kommt, ist das sicher gut. Jetzt muss ich Material sammeln. Zwar viel. Nein, das ist schon viele. 12 Stück, gut. Checken da. Von hier aus könnte man da gut sicher jagen. Aber wo man da herkommt, kein Plan. Da oben geht noch. Ah, warte mal. Da muss es irgendwo weitergehen. Aber drüber geht noch ein Baumstamm. Da wieder rauf. Jetzt geht es runter, ob man da oben drücken kann. Ja, nein, es sieht nicht so aus. Nein, schade. Ausgesehen könnte man da über einen Stamm da oben drauf. Da ist doch etwas da oben drauf. Da
Ja, vielleicht geht das später. Ja. Das ist nur ein Holz von dem. Echt jetzt? Da rauf kann ich auch nicht. Jetzt geht es noch kräftig auf den Regen. Also in echt. Hoffe, man hört es nicht. Was ist denn da oben? Kann ich es abschießen? Da ist. Zuerst mal hier abchecken. Da wollen wir da weitergehen. Damit hier noch irgendetwas ist. Ah, warte. Nein, jetzt habe ich dich verraten. Ah, super. Komme ich noch nicht runter. Ja. Da haben wir schon mal etwas. Ah, super. Kann man die Pfeile wieder einsammeln. Wo ist jetzt das Vogelding? Hä? Weiter vorne. Hat ich das hier abgeschossen? Ah, hier. Gibt es nicht? Nummer zwei Federn. Da ist auch noch. Was? Das holen wir doch auch noch ab. Viele kann ich mir schon wieder machen. Aber noch nicht wirklich gut. Irgendwo ein Tier jagen. Da ist das Lager. Ich noch nicht zu früh Geschichte auslösen. Hey, muss da nicht drauf kommen. Ja. Ein Fell.
Besser als nicht. Hallo. Ja, was nächst? Da hinten geht's auch noch weiter. Ist noch jede Menge Zeug da. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Ich will das nicht so killen. Mit meinem Haken. Trinity, Sie sind hier. Nein, nicht. Ich bin noch nicht. Zentrale, hört ihr mich? Ach, Scheiße. Das ist ein Bär, ne? Was war denn das? Viele kann ich nicht mehr sammeln. Schade. Brauche noch ein bisschen Material da. Viele habe ich fast genug. So Federn, besser gesagt. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Da soll irgendwelche versteckte Infos dran sein. Finde ich aber nicht. Ah? Ihr Besitzer hat sie bei seinem Tod getragen. Okay. Mache ich aber noch nicht, hier weitergehen. Ich werde zuerst noch ein bisschen sammeln. Mongolische Schrift kann sie nicht recht entziffern. Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Da ist irgendetwas. So nach blinkenden Sachen Ausschau halten. Da oben noch irgendetwas. Gar nicht, hä? Nicht übersehen, irgendeine Schatzkiste oder so. Und die Dinger hat es nicht drin.
Da ist nichts. Da gehe ich gescheiter noch nicht rein, das ist sicher der Bär, oder? Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen, als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt... Heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an. Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Ja, ich weiß schon. Die Fackel gäbe eh nur Väter drin. Irgendein Hirsch oder so. Ist das selbe? Und der kann nicht. Die ist gut. Das Ding stirbt mehr. So nehmen wir nicht. Hey. Ich hab viel mehr noch. Das ist verschwunden so.
auch gar nicht brauchen. Das ist vielleicht noch gut. Wieder. Stoff. Ein Dämpfer. Das Reh her. Das sollte eigentlich die Spuren hinterher. Was ist denn dort oben drauf? Ich muss glaube von dieser Seite schauen. Ist doch immer etwas auf dem Vorsprung. Ja. Was ist das? Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. So, wieder mal eine längere Folge. Wir schauen, ob wir nächstes Mal endlich weiterkommen.